Schön, dass ihr wieder da seid beim Callisto-Protokoll mit dem Systemstreuner. Wir sind in Folge 15 und gerade am Anfang von Kapitel 6. Das ist aus der ursprünglichen Kolonie geworden. Sie wurde verlassen. Wie der Rest von Callisto. Wie sie hier ein Gefängnis gebaut haben. Sie muss irgendwie Geld verdienen, oder? Gespannt, wo die uns jetzt hinführt. Wundert mich, dass noch Strom da ist. Diese alten Fusionsgeneratoren sind sehr robust. Die will da bestimmt drüber hüpfen. Ich guck mal, ob es hier noch was gibt. Nö, alles nur Deko, so wie es aussieht. Wobei. Was ist hier da vorne? Ah, Credits. Und Munition. Okay. Ach, die kommt mir hinterher. Ah, okay, wenn ich hier weglaufe, dann kommt sie. Boah, da ist noch was. Dann kommt sie mich wieder suchen. Ja, wie Inventar voll. Habe ich so viel Scheiß dabei? Habe ich irgendwas Wertloses? Das da. Loslassen. Und da sind wir schon beim nächsten. Ich muss zu so einer Maschine kommen, um hier die Forge zu betreiben. Okay, ich glaube, das war's. Mädel, wir gehen weiter. So, als würde der Hangar immer weiter einstürzen. Ja, der Aufzug sollte gleich da vorne sein. Auf der Karte gab es ein paar Ebenen tiefer einen Wartungskorridor. Könnte eine Abkürzung zur Kolonie sein. Ich hoffe, dein Plan bringt uns nicht beide um. Ja, ich will einfach sehen, ob drumherum noch was ist, wenn die in die andere Richtung weglatscht. Hier ist es. Stimmt's? Ja. Aber ich sehe keinen Aufzug. Mist. Er ist kaputt. Hatte gehofft, wir hätten Glück. Aber hier bricht alles zusammen. Muss man dann jetzt klettern? Es muss noch einen anderen Weg dort runtergehen. Komm. Da hinten sieht's nach nichts mehr aus. Okay. Bestimmt gleich wieder irgendwelche Viecher. Das poltert aber. Pass auf! Super. Danke. Ich sehe noch einen Weg. Wir sehen uns später. Vorsichtig. Ist schlimmer, als ich dachte. Bin da einen anderen Weg nach unten. Okay, wahrscheinlich geht's nicht da lang jetzt. Dann kann's ja nur noch hier lang gehen. Oh, ich sehe mich schon sterben. Das ist ja gar nicht mehr so tief, aber da geht's auch noch rüber. Ja. Krabbeln wir mal durch. Da liegt doch wieder was.
den 14 Credits. Aber ich glaube, das war auch nur unterwegs zu den Credits. War da noch was? Nee, das Licht von da oben hat noch so durchgeleuchtet durch die Rippen. So, das Spiel ist genau abgestürzt, als ich hier runtergesprungen bin. Ich habe jetzt gerade den ganzen Weg nochmal hier gemacht von da oben. Und was mir aufgefallen ist, da hinten in dem Gang lagen diesmal Munition und keine Credits. Mal schauen, ob wir es jetzt überleben oder ob das dann wieder abkackt. Okay. Ja. Also das war das erste Mal, dass es abgekackt war. Ja, okay. Ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Da ist ein Weg. Ach, ich habe noch eine Lampe, habe ich ganz vergessen. Also wie gesagt, das erste Mal abgestürzt bisher. Der Parcours hier im Vergleich zu dem Gemetzle die ganze Zeit. Ich habe auch eine Leiter gefunden. Hier drüben. Hab den Wartungskorridor gefunden. Ah, da schleicht sie. Komm, es ist nicht weit. Da geht's da überhaupt lang. Da geht's auch lang, okay. Dann gucken wir erstmal den dunklen Weg. Ja, das sieht ja schon sehr vertrauenserweckend aus. Sieht gar nicht gut aus. Jetzt nicht der stabilste Zombie auf der Torte, aber da war doch gerade schon wieder was.
diese Eier. Woher weiß ich jetzt, wo diese Tentakelviecher da rauskommen? Oh, hoffen wir mal, hier sind keine. Und keine kleinen Viecher, die mir hinterherkommen. Aber jetzt sitze ich wohl wieder in der Scheiße und muss mich hier wieder rauskämpfen irgendwo. Sobald ich einen Weg gefunden habe. Durch das Gitter. Und Streuner steht verloren in der Matschpampe und weiß nicht, wo er rauskommt. Ja. Der ist jetzt aber von allein geplatzt, ohne dass ich draufgetreten bin. Nur mal zur Kenntnis. Der Wand kann man die aufspießen. Da ist jetzt aber. Fuck, wo kommst du her? Mein Freund. Gleich mal. Alter, kam der einfach aus der Wand raus, oder was? Eieieiei. Das war irgendwo da. Ah, wahrscheinlich hier geht's weiter. Ja, hier geht's weiter. Okay. Oder oben sehe ich nichts mehr. Da kriegt man gleich wieder ein bisschen Gänsehaut, wenn so einer erscheint. Da kreucht der Nächste. Beweg dich leise. Ja, von hinten abmetzeln. Genau mein Ding. Leise runterspringen, ja. Ja, das war mega leise. Ja, ja. Das sind die leisesten. Leise jetzt! Oh, wieso? Ich hätte noch einfach knüppeln können. Immerhin ein Checkpoint. Protokoll 001. Bericht von Dr. Yoon. Wir sind gerade am alten Transportzentrum angekommen. Es war die vergangenen 75 Jahre versiegelt wie eine Gruft. Die vorläufigen Messwerte sind nicht eindeutig, aber es gibt keine unmittelbaren Hinweise auf einen Bruch in der Eindämmungszone. Okay, wenn du das sagst, kein Bruch. Dann sieht ja alles zerbrochen aus. Ich glaube, da hinten liegen sogar einer an der Wand, aber jetzt schauen wir erst, was es hier gibt. Don't make a sound. Okay, wir kriegen es nochmal deutlich gesagt. Ja, durch die Ritze geht's vermutlich hier. Machen wir mal wieder Rückwärtsgang. Sehen, ob der da durchkommt. Der läuft da rum. Geht das überhaupt klar, hier durchzukommen? Der guckt doch schon wieder zu uns. So, wo schleichst du denn jetzt hin? Ah, Gott. Da hätten sie noch zwei weitere. Komm mal wieder raus aus deiner Ecke, ja. Ich weiß nicht, ob die alle aus der Wand rausbrechen. So, die Frage ist jetzt, wo der lang geht. Ob ich ihn schön von hinten erwischen kann. Natürlich klatscht er mir genau in die Fresse rein. Ha? Oh yes. Der Erfolgsruckler. Wir haben gar keinen Sound gemacht, das war er. Was mache ich dann mit denen, die da noch in der Wand drin kleben? Alter. Stehst du auch wieder auf? Nee. Aber sein Fuß ist abgefallen. Jetzt war ich gerade nicht mehr so von der Grafik beeindruckt. Sah ja aus wie eine Bildstörung, das Blut. Da hängt auch einer. Komm.
bestimmt, wenn ich vorbeilatschen raus, oder? Und da hängt auch noch einer. Die atmen noch. Ich sehe es eindeutig. Oh ja, ich bin gar nicht da. Geh weg von mir. Okay. Oh Gott, was macht er mit mir? Ja, kriegt er einen Knüppel und der Rest kommt dann bestimmt auch. Ja, komm her, meine limitierten Viecher. Ich hab so einen Bock auf euch. Yes. Einem ausweichen. Dann gib ihm und mach ihn klein. So. Zack. Schleichen. Wieso schleichen? Dann muss ich nur warten, dass sie mich überraschen. So. Ist da jetzt noch einer weggelatscht? Oder? Oder jetzt keiner mehr? Nee, da ist keiner mehr. Okay. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, hier geht's weiter und ich hätte vorher den anderen Gang nehmen sollen. Also ich glaube, ich gehe gleich nochmal zurück, weil ich da Angst habe, zu viel zu verpassen. Außer hier ist Ende, das weiß ich nicht. Zuerst lang gehen. Das weiß man halt nie vorher, wo es lang geht und wo es nicht lang geht. Eigentlich gibt es, glaube ich, nur einen Weg immer. Also hier nochmal zurück und da hinten nochmal durch die Wand. Ah, falsche Taste, ich will doch rennen. Rennen will er hier auch nicht. Okay. Jetzt ein bisschen. Schauen wir uns erstmal da noch ein bisschen um. Vielleicht gibt es noch was, auch wenn die Taschen voll sind. Ich hoffe immer noch, dass das so ein Refortschraum oder so ist. So, ich mache jetzt Lärm. Da muss auch noch einer rumschleichen. Da hängen noch ein paar an der Wand. Don't make a sound. Ja, ich weiß. Ich mach Sound. Ach, hier haben wir angefangen. Oder? Da bin ich runtergekommen. Okay, dann blick ich es jetzt. Da gibt es auch noch einen Weg geradeaus, so wie es aussieht. Dann gehen wir erstmal da rein. Geht das dann nicht? Na, das sieht nur so aus. Das ist keiner. Okay. Kann ich die jetzt einfach präventieren? Okay, ich kann die hauen, bevor die böse werden. Dann gibt man es dem auch. Okay, da hat es jetzt nicht geklappt. Oh. Eben wieder voll. Wenn er nach dir gekreucht, da ist doch schon wieder einer und da auch. Oh Gott, das sah aber jetzt schlecht aus hier. Das sah so aus, als wenn er noch in der Wand hing und trotzdem rauskam. Als wenn es so eine andere Textur war, die dann rauskam. Mal da gucken. Oder es hat mich getäuscht. Oh ja, da ist noch ein Kistchen. Hier ist schon mal Ende, dann gibt es noch hier. Hören die mich jetzt noch? Oh, jetzt bloß keine von hinten. Eins, zwei, drei, alter Schwede. Ja, okay, dann kann es schon happig werden, aber wenn ich einen absteche, dann hören das doch die anderen, oder? Da ist einer, hier ist einer. Der ist mir vor der Nase, okay. Sind sie alle in dem Eck? Den einen hier kriege ich vielleicht jetzt. So. Okay.
nächsten jetzt packen. Wo latschst du lang, mein Freund? Stechen, stechen, stechen. Ich will nicht stechen. Okay, will ich hauen. Dann gibt's Kloppe. Also ich weiß es nicht, vielleicht hätte ich auch bei dem anderen Ding noch ein bisschen weiterlaufen müssen. Also ich denke halt, wenn man leise durchschleicht, dann braucht man die Gegner gar nicht machen, so in der Richtung. Es geht da vorne, da scheppert was. Ja gut, das soll jetzt erstmal nicht mein Problem sein, da ist ja noch weit weg. Aber da hängen meine Probleme. Zwei nebeneinander. Komm ich da rüber? Jetzt. Okay, er speichert hier, das heißt hier geht's weiter. Nee, nee, ich will jetzt nicht mehr zurück. So ein langer Weg. Ich glaube, ich knüppel ihn einfach. Lust auf Gleise. Ja. Okay, wo ist der andere? Ist er auch schon platt? Einer ist hier. Und da ist der andere. Okay. Irgendwelche Maschinen. Spinnt. Hier gerade Geld, weil meine Taschen sind ja rappelvoll. Was ist das? Oh Gott, jetzt müssen wir es wegschmeißen, um einen Bauplan haben zu können. Schwierige Entscheidung. Energieumwandler, Entschlüssler bringt glaub mehr als Energieumwandler. Und der gibt glaub nur 100 und die Dinger hier geben 120. Bei denen weiß ich es nicht. Oh, jetzt muss ich schon was für 100 weg. Ne, hier habe ich noch was. Der kommt weg. Glück gehabt. Boah, ich dachte gerade. Ich dachte gerade, wer steht da rum? Automatikpistolen, Bauplan. Okay. Es wird spannend. Aber wenn hier ein Bauplan ist, dann wird doch bestimmt auch bald ein Reforge kommen. Den ganzen Kusch wieder loswerden können. Da hinten geht es bestimmt runter. Noch ein paar Spinte. Die Lage ist sicher. Ah, guck mal, wenn man vom Teufel redet, das ist doch super. Wurmt mich nur ein bisschen, dass ich diese komische Höhle nicht weiter erkundet habe. Da fehlt mir echt so eine Karte irgendwie, wo man sieht, wo man hingeht. Ja, wenn du vor meiner Nase hier stehst. Ja, ich glaube, es macht es mir schon einfacher, dass ich diesen Knüppel geupgradet habe hier. Ja, das war jetzt nur ein Akku-Pack, wo der dabei hatte. Ist hier noch was? Hängt da noch an. Boah. Das Scheißvieh habe ich wieder nicht gesehen. Sah der jetzt anders aus als der daneben.
beenden. Noch gucken. Da liegt einer rum, der hat aber keinen Chip. Okay, ich glaube, hier unten hat sich damit erledigt. Der Tausch war nicht toll. Wobei doch, wenn es ein Heal-Ding ist, dann war's okay. Gegenstand auswählen. Ja, lad mal hoch. So, erstmal wegmachen. Okay, die Munition ist noch ein bisschen wertvoller hier. Aber wie gesagt, ich knüppel die gern lieber und oder nutze das Messerchen. Ich denke, von jedem behalte ich ein Munitionspäckchen, wobei mir das 10er langt und das mache ich noch weg. So. Kommt hier schon ganz schön schotter zusammen. Eben noch das da einsammeln. Man weiß nie, wann hier das Battle losgeht und macht. Alle Systeme innerhalb normaler Parameter aktiv. Und wann man auf einmal diese Heilspritzchen braucht. Bisher konnte ich es noch gut vermeiden. So. Mein Knüppel soll besser werden. Blocken verursacht Schaden. Ne, was war das andere? Genickbruch. Genickbruch hört sich immer gut an. Die unbefugte Verwendung dieses Drucks wird in Ihrer Arbeitsakte vermerkt. Abgeschlossen. Ja, das ist ja auch einer, wenn ich es nicht machen darf. Wieso machst du es dann? Okay, jetzt haben wir noch ein 7. Ich denke, wir sparen uns hier das letzte Upgrade noch auf. Und hier ist was dazugekommen. Okay, die andere Munition. Interessant, dass wir zwischendrin eine Lücke haben. Vielleicht habe ich was übersehen. Und wo ist diese Automatik-Schrotflinte? Die hier. Boah, das da oben ist ja teuer. Ich denke schon fast, wenn ich den Knüppel durch habe, gehe ich vielleicht zu dieser Automatikwaffe. Mal schauen. Ich denke, hier machen wir beim nächsten Mal weiter. Schön, dass er dabei war. Bis dann.